Gut, dann machen wir uns jetzt mal hier den magischen Schutz. Da holen wir uns mal 5 Stück. Fertig. Dann holen wir uns von dem Berserker nochmal. Und wird auch nochmal 5 Stück kommen. Das sieht gut aus. So, und dann holen wir uns noch ein paar leere. Ich brauche Spruchrollen. Oh, ich habe 11.000 Gold. Komm, dann holen wir uns jetzt immer mal hier alle 16. Das sind 800. Verkaufen dem nochmal so ein bisschen hier von dem, was wir da nicht brauchen. Hier die Novizenstäbe, hier 10 Stück können wir verticken. Die Streitaxt, das brauchen wir doch auch alles gar nicht mehr hier. Die Rechtstäbe können auch weg. Hier Knüppel weg. Sichel. Hier, das kann alles weg. Scharfes Schwert, das behalten wir mal, was wir selbst gemacht haben. Das Bronco-Schwert behalten wir auch mal, weil es ein Andenken ist. Hier das scharfe Bastardschwert ist, das haben wir auch selbst gemacht. Die Verräterklinge ist auch so ein besonderes Schwert. Die behalten wir mal hier, diese selbstgeschmiedeten. Hier das Runenschwert ist ja auch nochmal so ein besonderes. Die Echsenschwerter alle weg. So, das Titanenschwert ist unsere Hauptwaffe momentan. Den scharfen Zweihänder, den behalten wir auch mal, die Dämonenklinge und das Berserkerschwert, das behalten wir einfach auch noch mal. So, hier haben wir kleiner Schild, kann weg. Die Rüstung haben wir ja gerade angelegt. Wir haben hier das Amulett der Macht, das haben wir doppelt, das kann auch weg. Den Ring des Schwertkämpfers hier mit dem Akrobatik, ja, da hatte ich auch noch mal geschaut hier. Ach, die muss ich auch noch alle lesen hier. Steinplatte, 2000, das nehmen wir, das handeln wir jetzt erstmal so. Beim Sehen, wir haben ja hier noch Nautilus haben wir noch, wir haben noch Lichtzauber, Eile, Levitation haben wir noch, 9 Telekinese, Devizezauber. Wir haben eigentlich, wir brauchen eigentlich im Prinzip nur noch hier Skelett beschwören, brauchen wir noch mal ein paar von und da vielleicht noch mal Heilung. Mal sehen, wir haben ja die schwache Heilung, haben wir die Rune und er hat hier die mittlere magische Heilung. Die kostet auch gleich 500, ne? Die Levitationsrune. Ich hätte ja ganz gern die starke Heilung, die Rune. Die müsste ja dann hier Cyrus vielleicht haben. Ich handle das jetzt erstmal in so. So, 13.000 haben wir. Lass uns handeln. May, die hat er auch nicht, ne? Er hat auch nur die mittlere Heilung. Die Inferno-Rune, die haben wir eigentlich auch schon. Amulett des Lebens. So, wie sieht es denn aus mit den Heiltränken? Da haben wir jetzt 14 große, 8 mittlere und 25 kleine. Vielleicht
stellen wir uns da auch noch mal ein paar von her. Wir haben auch noch mal einen Trank der Lebenskraft und einen Trank der Magie. Den können wir auch noch mal eben einnehmen hier. So. Und dann haben wir ja hier die Weinheilwurzelfläschchen. Das haben wir eigentlich auch noch. Dafür brauchen wir noch ein paar Fläschchen. Dann holen wir uns doch noch mal so ein paar Tränke. Ich weiß gar nicht, hier haben wir ja auch noch hier Rezeptur, Lebensenergie. Trank der die Geschicklichkeit permanent erhöht. Das haben wir auch alles hier. Ich lese erstmal in die Steinplatten. Hier steht etwas über Magie. Interessant. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Interessant. Hier steht. Wir können mit der Weisheit auch gerade gar nichts anfangen, so richtig, ne? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Hier steht etwas über Magie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Interessant. Hier steht etwas über Magie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Okay. Und wenn wir jetzt hier Weisheit haben, wir jetzt ja hier. Ja, das ist das mit den Siegeln. Und da haben wir jetzt ja richtig viel, aber wir können die Siegelmagie halt eben nicht anwenden, weil wir keinen Lehrer dafür haben. Vielleicht, obwohl Carlos, naja, der wird uns da auch nicht beihelfen. Hier ist noch ein Speer. So, ich werde mal Richtung Hafenstadt mal eben mich teleportieren. Und erstmal mit dem Carlos mal eben reden. Wir haben auch noch gar nicht alle Teleportsteine. Das waren 14 und wir haben 8. Teleport-Banditenlager, Teleport-Hafenstadt. Na? Auch schon lange nicht mehr hier gewesen. So, der Carlos, der hat ja mit uns gar nicht mehr geredet, weil wir ja dann nicht zu den Magiern gegangen sind. Aber jetzt muss er ja mit uns reden. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Es ist jetzt nicht die Zeit für lange Erklärungen. Dann sag mir nur, was mit Mendoza ist. Er ist unten im Tempel und befreit den Titan. Ich muss ihn aufhalten, sonst wird er die ganze Insel zerstören. Alles klar. Questerfolg, sprich mit Carlos über den Vulkan-Tempel. So. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Dreimal Berserker erhalten. Ah, feine Sache. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban?
Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger, hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Alles klar, ich auch. Gut, dann machen wir zum Don. Ich würde mal nochmal schauen, nochmal hier, kurz mal hier. So, genau, was ich vorhin sagen wollte mit dem Schleifstein. Mit dem Akrobatik-Skill, das habe ich nochmal nachgelesen. Das kann man wohl nur bei Patty lernen. Und da kommen schon die Banditen und der Don ist ja auch schon da. Huh? Kurz, genau, bei Patty kann man das nämlich nur lernen und aber nur bis zu einem bestimmten Kapitel. Ich glaube im zweiten, im dritten glaube ich dann nicht mehr und in da gibt es diese Option auch nicht mehr. Also da haben wir das. Na, und redet der wieder mit uns? Endlich sind diese eingebildeten Ordenskrieger weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Oh ja. Also, dass wir das jetzt mit dem Akrobatik, wie gesagt, eben nicht mehr lernen können. Wiesel ist gar nicht mehr auf seiner Bank. Der hat jetzt wohl irgendwo hier eine andere Aufgabe und ich wollte ja eigentlich auch nochmal die Truhe hier auch nochmal aufmachen. Scardo, alle da. Die hier oben ist. Da waren ja hier immer die. So, Rachel. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Hier, nimm. Das wirst du sicher gut gebrauchen können. 250 Gold erhalten. Okay, und das war jetzt aber die Truhe. So, da dürfte sie jetzt ja im Prinzip eigentlich überhaupt nichts dagegen haben, oder? Ich meine, ich habe das hier alles geregelt, hier mit der Hafenstadt. Also, wenn da jetzt irgendwie und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Na. Nochmal von vorn. Jawohl. Ach, 144 Gold. Zwei Mana-Tränke. Kein Problem. Ja, weil es uns mal hier rumgemeckert wird, wenn man hier in die Schränke schaut. So, die haben wir dann auch. Und jetzt, hier war eigentlich alles soweit abgesucht, meine ich. So, mal hier mit dem Score mal kurz. Gut gemacht, Kamerad. Ich war Sonjas stinkenden Lagerraum echt leid. Jetzt können wir endlich wieder unseren Geschäften auf der Straße nachgehen. Jo. Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Ah, der vergisst das nicht, ne? Genau, der Toni, der. Egal. So, Delgado, wie gefällt's dir denn hier so? Und der Don? Das traut sich keiner mehr bei dem Wetter da draußen. Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann.
Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst.